herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland 1.4 Beta bei der Karottenernte, ey. Ich habe schon 80.000 Liter verkauft. Habe jetzt hier die nächsten, was gehen in den Reihen? Ich glaube 31.000 Liter. Die nächsten 31.000 Liter, die auf jeden Fall erstmal bei den Hühnchen reinkommen. Und der Rest kommt dann ins Silo. Moment, muss ich mal, da müssen wir korrigieren. So. Ich bin falsch. Mist. Pass auf, der ruft gleich wieder an oder funkt gleich wieder durch, dass der Anhänger voll ist. So. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr auf die Karotten, ey. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als Gas zu geben. Und ich habe ja auch was davon. Ich sehe auch ordentlich Geld davon. Ist ja nicht ganz ohne. 36.000 für zwei Ladungen. Und auf dem Feld steht noch so viel drauf. Von dem her. Ach, der ist doch voll, ey. Ich dachte, der wäre nicht voll. Ich dachte, ich hätte eine kleine Verschnaufpause. Und Attacke, ab zum Lidl. Sogar nochmal 2 Euro gestiegen, ey. Was ist denn los? Das macht Spaß. Mit den Reichen mitzuspielen. Also, wir können uns theoretisch dann nächste Woche. Wir können uns dann tatsächlich nächste Woche eigentlich die Paletten, das Palettenlager kaufen.
oder aber wir investieren eher erst in den Wald. Das ist so die Frage, die ich habe. Entweder Wald oder Palettenlager. Müssen wir uns entscheiden. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt doch, eigentlich weiß ich schon. Eigentlich würde ich sagen, ich investiere erst in den Wald. Weil dann haben wir die Grundlage für den ganzen Forstzweig in der eigenen Hand. Und müssen nicht nochmal extern irgendwas organisieren oder immer pachten. Allerdings müssen wir auch gucken, holen wir uns einen großen Wald oder eher einen kleinen Wald? Und wenn, oder beziehungsweise wo steht der Wald? Also das müssen wir auch gucken. Weil wenn ich jedes Mal ewig fahren muss, dann habe ich auch wieder nichts davon. Und im Grunde wäre ein Wald in der Nähe vom Hacker eigentlich das Beste. Neun, nochmal 200 Euro mehr. Das freut mich. Das freut mich. Es geht auf jeden Fall bergauf. Wir haben jetzt knapp 80.000 Euro auf dem Konto. Ja, 80.000 Euro haben wir auf dem Konto. Das ist lecker, das schmeckt. Die Hühnchen sind jetzt auch voll versorgt. Also die Woche, die hat's rausgerissen, ey. Bis jetzt mal. Kommt ordentlich was bei rum. Das hat auch schon wieder 40%. Der braucht auch schon wieder bald einen Service. Das frisst mich fast auf.
Okay, dieses Mal werde ich aber mit dem Joskin deutlich schneller sein, weil wir müssen nicht die Hühner füttern, sondern wir müssen nur abkippen im Silo und gut ist. Der ist auch schon wieder voll. Meine Herren, ey. Unglaublich. Da hat er wieder ein bisschen nach links gezogen, ey. Ich glaube, manchmal liegt es auch an der Ladung, dass die ungleichmäßig verteilt ist und dann schiebt er halt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir nochmal eine Ladung zum Lidl bringen von den Karotten oder ob wir im Silo einlagern. Wir können nochmal zum Lidl. Sind nochmal 2 Euro gestiegen. Heide bim bam. Würde ich jetzt eigentlich so nicht erwarten. Und diese Woche knapp 90.000 plus. Die 100.000, die schaffen wir jetzt noch. Eine Ladung fahre ich noch weg. Na, guck mal, da waren wir. War ich so langsam, bin ich ein bisschen flotter wie er. Jo, wie schaut's aus? Jo, ist noch ein bisschen was. Wie viel hast du ungefähr? Hälfte? Ja, kommt hin. Hälfte, drei Viertel. Hälfte, ein Viertel. Ihr habt keinen Bock mehr, ne? Ja. Alle die ganze Zeit da hin und her kutschieren. Ist auch nervig, weil irgendwo da hinten immer so hört's dann auf und dann muss ich immer hier vorfahren, abladen und wieder nach hinten fahren. Ja, dann tank doch hier vorne ab, wenn du hier vorne bist, und dann reguliert sich das ja wieder. Stimmt, wäre eine Möglichkeit. Musst halt einmal machen. Gut, ich fahr den hier jetzt noch weg und dann machen wir mal ein Päuschen, ne? Jo, können wir machen. Gut, danke dir, bis dann, tschö. Jo. Also, ist er voll? Ja, ist voll. Ich glaube, so ungefähr die Hälfte haben wir tatsächlich. Dann haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Wochenschnitt, zumindest was die Kohle angeht.
Dann haben wir fast, was haben wir denn dann gut gemacht diese Woche? Ja, über 100.000. Das ist doch perfekt. Aber ich muss sagen, durch die Karotten mache ich ziemlich viel Geld. Würde man so eigentlich gar nicht vermuten. Klar, ich muss noch Steuern zahlen, ja. Aber trotz allem. So, aber das ist die letzte Ladung für heute. Ich bedanke mich bei euch wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, wie ihr wisst, Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.